Hallo zusammen, herzliche Grüße aus Hannover, aus der niedersächsischen Staatskanzlei nach Uelzen zur Gala Mensch 2016. In den letzten Jahren habe ich Sie auch immer auf diese Art und Weise herzlich begrüßen können. Aber was ist allein seit dem letzten Mal alles geschehen? Großbritannien will aus der Europäischen Union ausscheiden. Wir haben einen neuen US-Präsidenten. In Deutschland haben wir viele Diskussionen, die hätten wir uns vor gar nicht langer Zeit so gar nicht vorstellen können. Vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Mehr denn je ist klar geworden, wie wichtig eine starke Gemeinschaft ist. Und eine starke Gemeinschaft, die braucht auch immer wieder Vorbilder. Mensch 2016 zeigt diese Vorbilder aus Ihrer Gesellschaft. Menschen, die sich ganz besonders für die Allgemeinheit einsetzen, auf den unterschiedlichsten Gebieten. Ich finde, das ist eine sehr schöne Übung, immer wieder diese Vorbilder in den Mittelpunkt zu stellen, um damit ausgezeichnete Leistungen zu würdigen, aber auch um Vorbilder zu setzen für uns alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine rauschende Gala, einen herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger. Machen Sie es gut. Tschüss.